Liebe Herr Tanerin und Herr Taner, hallo zur Matchday-Warm-Up-Show vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Ja, bevor es in die Länderspielpause geht, müssen die Jungs noch mal ran. Und auf dieses Spiel am Sonntagnachmittag wollen wir euch hier bestmöglich einstimmen. Und in dieser Ausgabe haben wir ein kleines Special für euch, denn wir haben auch einen kleinen E-Sport-Blog eingebaut. Aber nicht nur das, denn wir haben auch einen prominenten Gast hier. Dieser Mann ist noch gar nicht so lange im Verein, aber scheint langsam richtig anzukommen. Marco Richter ist bei mir. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Und Marco, ich sag erstmal danke, weil als du angefangen hast hier bei uns, habe ich dir direkt gesagt, ich habe dich bei Kickbase, ne? Ja, am Anfang war ein bisschen schwierig, jetzt hast du 3 Tore gemacht. Ich bin richtig nach oben geklettert. Ich hoffe nicht, dass du mich verkauft hast. Nein, aber nein, ich bin sehr treu, ergeben. Top. Und es hat sich ausgezahlt, wie man sehen kann. Zum Glück. Bin ein paar Plätze nach oben gegangen. Du kommst direkt vom Training gerade. Ja. Was würdest du sagen, was waren die Trainingsschwerpunkte in dieser Woche? Woran habt ihr gearbeitet? Ja, nach der Niederlage in Hoffenheim ging es eigentlich darum, wieder einen engen Austausch mit Trainerteam zu haben, um die taktischen Sachen wieder einzustimmen. Ja, im Training die Zweikämpfe anzunehmen, taktisch zu arbeiten, klar. Aber ich glaube, aufs Einfache zu konzentrieren, gute Bälle spielen, Torabschlüsse, Tore fürs Selbstvertrauen sich zu holen. Und ja, so gehen wir jetzt gestärkt gegen Leverkusen ins Spiel. Du hast Hoffenheim schon angesprochen, letzte Woche Freitag extrem bitter, irgendwie ein komisches Spiel, vor 8000 Zuschauern 2-0 zu verlieren. Habt sicherlich das Spiel jetzt auch analysiert und mit ein bisschen Abstand. Was würdest du sagen, was waren so vielleicht 3 Punkte, die nicht so gepasst haben oder so ein Hauptpunkt, den du ausmachen würdest, was nicht so gut war? Ja, ich glaube allgemein, wie wir reingekommen sind in das Spiel, war gar nicht so schlecht. Wir hatten sie eigentlich schon unter Kontrolle. Ich hatte auch eine Chance zum 1-0, wo der Torhüter von Hoffenheim den auch gut rausfischt, muss ich sagen. Ja, danach waren wir vielleicht ein Ticken zu passiv. Wir haben uns auch auskontern lassen, haben die Seite nicht gut geschlossen. Die Tore sind eigentlich identisch gefallen. Ja, hat man noch Glück mit dem Pfosten, aber der Nachschuss war dann auch drin. Ja, sind nicht ganz so in die Spur gekommen, meines Erachtens. Aber ja, trotzdem war das irgendwie eine Leistung, wo wir aufbauen können. Wir haben trotzdem versucht, Gas zu geben, versucht, die Zweikämpfe anzunehmen. Ist uns nicht so gelungen, klar, aber jetzt hatten wir wieder eine Woche Zeit, uns auf Leverkusen vorzubereiten. Und jetzt gehen wir gestärkt und mit voller Konzentration das an. Du hast deine Chance angesprochen. Das war eine dicke Chance in der 7. Minute direkt. Da hätte es fast 1-0 gestanden. Und uns ist ein bisschen was aufgefallen, auch anhand dieser Chance. Links, über die linke Seite, Pass oder Flanke nach innen in die Mitte. Da stehst du in den letzten Spielen meistens goldrichtig. Und da können wir mal auf ein paar Szenen gucken, dass das so ein Spielmuster ist, was sehr, sehr auffällig ist. Und da kannst du mir mal sagen, ob ihr das tatsächlich so einstudiert? Also ist das vom Trainerteam so, hey, über links, lass uns über die Außen kommen? Oder ist das so ein Ding, was sich so von Gegner zu Gegner anders einstellt? Wenn das Zentrum dicht ist, musst du ja über außen spielen. Ja, klar. Ich glaube, in der Flügelzange versucht man immer irgendwie in den 16er reinzukommen. Und egal ob rechts oder links, so ist es natürlich auch ganz schön, dass es über links geht und ich dann über rechts rein starten kann. Münster ähnlich, ne? Mit Suat, der hat es dir dann aufbereitet. Genau, ja. Steh zum Glück immer eigentlich ganz gut. ja, super Pass vom Suat natürlich. Aber klar, ich will in den 16er rein, ich will Tore erzielen, Assists geben. Aber wenn es ein Tor ist, freue ich mich noch einen Ticken mehr. Deswegen ja, cool, dass es so klappt und so können wir auf jeden Fall weitermachen. Hast Flügelzange angesprochen, hier nochmal die Chance gegen Hoffenheim. Flügelzange, du und Maxi, jetzt alte U21-Kollegen, versteht euch ja sehr gut. Ja. Was meinst du, warum funktioniert das momentan so gut bei euch beiden auf den Außenpositionen? Hat Pahl da auch nochmal die richtige Ansprache gefunden? Ja, auch auf jeden Fall. Er dreht uns immer ein bisschen. Deswegen, ich glaube, das tut uns auch ganz gut. Aber wie du schon ansprichst, wir verstehen uns auch außerhalb des Platzes richtig gut. War auch die erste Ansprechperson so von mir hier. Und ja, das sieht man, glaube ich, auch auf dem Feld, dass wir uns gegenseitig auch vielleicht mal ein bisschen suchen. Aber auch hinter mir habe ich gute Stützen, auch mit dem Pekka in meinem Rücken. Der redet extrem viel, gibt mir auch viel mit auf dem Weg. Und ja, tut mir eigentlich komplett rundherum eigentlich alle Spieler relativ gut. Um Pahl noch mal zu zitieren, wenn er lobt, finde ich immer Wahnsinn beim Training, nicht schlecht. Das ist dann Lob von Pahl Dardai. Wahrscheinlich, ne? Hört man öfter auf dem Platz auf jeden Fall. Letztes Heimspiel, 1-0 gewonnen durch dein Tor und überlässt bei deinen Abschlüssen nichts dem Zufall, ne? Wie wir hier sehen. Das war die Woche vor dem Gladbach-Spiel. Im Training hast du ein exakt ähnliches Tor gemacht. Nee, der ist vorbeigegangen. Fast rein, aber dann ist er besser, dass er im Spiel reingegangen ist. Deine fußballerischen Anfänge auch auf dem Bolzplatz, ne? Ja. Ist das so eine Sache, die man auch nur da lernt, dieses Freche auch mal auf dem Platz zu haben? Ja, ich glaube schon. Also
ich war jeden Tag auf dem Bolzplatz und da übt man natürlich auch Sachen oder fliegt da mal ganz komisch rein. Hier treffe ich den Ball nicht mal optimal, aber freue mich natürlich umso mehr, dass er die Flugbahn hat und hinten reinfällt. Aber ja, also cool, dass es unter der Woche nicht ganz geklappt hat, dafür am Wochenende, und da freue ich mich natürlich mehr als im Trainingsspiel. Hast du diese Woche im Trainingsspiel auch wieder so ein Kunststück, worauf wir uns dann am Wochenende freuen können? Gab's da was? Ja, ich glaube noch nicht, aber wir haben ja morgen nochmal ein Training, deswegen vielleicht versuche ich da irgendwas. Aber nee, ich will einfach der Mannschaft helfen. Ich habe mich die letzten Wochen sehr gefreut, dass ich helfen konnte. Aber auch mit einem guten Spiel würde ich zufrieden sein. Ein Tor ist nochmal ja, das Sahnehäubchen. Deswegen, und ja, wir gehen da jetzt nochmal voll in uns, versuchen morgen Gas zu geben und dann am Sonntag vor allem. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir die 3 Punkte hier behalten. Wir haben nach deinem Tor gegen Gladbach den Jubel mit Prince gesehen. Hast ja danach erzählt, er hat gesagt, du machst heute kein gutes Spiel, aber ein Tor. Ja? Eine Frage, viele messen Fußballspieler meistens an ihren Toren oder an ihren Spielzeiten. Prince spielt momentan nicht so viel, aber was würdest du sagen, was hat er für eine Bedeutung in der Mannschaft und auch für dich persönlich? Er ist ja schon 10 Jahre älter als du, ne? Ja, ja, sein Standing ist natürlich krass hier, ist aber auch ein überragender Typ, muss man sagen. Ich verstehe mich richtig gut mit ihm, er tut der Mannschaft auch richtig gut, bringt auch Stimmung rein, auch wenn es mal negativ ist im Training. Man kann nicht immer alles positiv sehen, dafür steht er auch, spricht alles klar an, will uns aber auch persönlich einfach weiterbringen. Also ich habe auch extrem das Gefühl, dass er mir helfen will. Ich versuche auch jede Hilfe anzunehmen, ganz klar. Aber ja, auch man sieht ja auch bei jedem Spiel, wenn er auf der Bank sitzt, wie er aufspringt, die Mannschaft pusht und den zweiten Trainer spielt oder Co-Trainer. Und ja, das springt natürlich der Mannschaft über, und ja, das ist einfach ein geiler Typ. Hat er dir diese Woche schon irgendwas zugeflüstert, wie es am Sonntag ausgeht? Nee, noch nicht. Noch nicht? Vielleicht macht das morgen. Okay, wir sind sehr gespannt. Lass uns kurz noch auf Leverkusen schauen. Irgendwie auch eine Wundertüte, wie Hoffenheim, ne? Haben letzte Woche gegen Wolfsburg 2-0 verloren, jetzt gegen Betis echt gut gespielt, richtig geglänzt. Wie schätzt du die Leverkusener ein? Ja, in den letzten Wochen vielleicht so, wie du sagst, auch im Pokal, glaube ich, rausgeflogen. Ne? Aber man braucht natürlich nicht lange um einen heißen Brei reden. Die haben individuelle Qualität, die es nicht so oft in der Bundesliga gibt. Die Einzelspieler sind schon überragend, sau schnell über die Außen. Deswegen, wir müssen da auf jeden Fall gefasst sein, was auf uns zukommt. Aber wir haben ja auch eine gute Analyse gehabt, wissen, was auf uns zukommt. Und so wollen wir auch antreten, auch die Zweikämpfe wieder besser annehmen, die Laufdistanz erhöhen. Und ja, ich hoffe, dass wir das Spiel dann auf unsere Seite lenken. Sie auch mit Kontern bezwingen vielleicht, die Tore vor allem erzielen, wenn wir Chancen haben, und dann bin ich eigentlich guter Dinge. Du hast Analyse angesprochen, bereitest du dich irgendwie auf deine Gegenspieler speziell vor? Also hast du da nochmal so Einzelanalysen, die du dir anguckst, oder schaust du dir nochmal alte Spiele an von dem Gegenspieler, oder machst du das gar nicht, machst dich da nicht verrückt? Also ich schaue zu Hause auch sehr, sehr gern Fußball. Jetzt zum Beispiel auch gegen Betis Sevilla habe ich es komplett angeguckt und sowas. Speziell auf die Gegenspieler vorbereiten, nur ganz, ganz kurz, muss ich ehrlich zugeben. Okay. Da fokussiere ich mich lieber auf mich selber, dass ich mich gut fühle, dass ich ja, im Training vielleicht die ein oder andere Minute länger draußen bleibe, um Tore zu erzielen oder sowas, das Selbstvertrauen von mir zu stärken. Und alles andere kommt sowieso dann im Spiel. Man kann sich eh nicht hundertprozentig darauf vorbereiten. Klar, ist vielleicht gut, wenn man weiß, ja, der Außenverteidiger hat einen rechten guten oder einen linken guten, aber sonst mache ich da eigentlich nicht allzu viel. Was wir wissen ist, dass die Leverkusener umbauen müssen auf der linken Seite, weil Mitchell Bakker verletzt ist. Da wird dann Finkgrafen oder Hinkapi spielen. Also die haben noch nicht so viel Matchpraxis. Vielleicht ja auch für dich gut dann. Vielleicht gut, ja. Bevor ich dich entlasse in deinen wohlverdienten Feierabend, noch eine kurze Frage. Hast du schon, wenn du so ein bisschen in dich reinhorchst, du kommst gerade vom Training, hast du ein Gefühl, was das Sonntag für ein Spiel wird? Also hat sich irgendwie in der Woche schon rauskristallisiert, ey, wir sind da, oder da müssen wir noch ein bisschen dran feilen. Hast du ein Gefühl für Sonntag? Ja, eigentlich habe ich ein ganz gutes Gefühl. Die Trainingswoche war okay, war gut. Wir haben viel Gas gegeben auch. Auch läuferisch haben wir, glaube ich, nochmal einen oben drauf gepackt. Ja, ich glaube, dass sich jeder eigentlich gut fühlt. Deswegen denke ich, dass das Hauptaugenmerk natürlich auf der Defensive erstmal liegen wird. Aber natürlich wollen wir Akzente nach vorne setzen. Die Tore müssen wir erzielen, wenn wir gewinnen wollen. Und ja, ich denke, es wird ein schwieriges Spiel auf jeden Fall. Es wird jedes Spiel in der Bundesliga schwierig, aber Leverkusen ist nochmal so ein Ticken mehr wahrscheinlich. Aber ich glaube, wie gesagt, wir sind guter Dinge und versuchen alles reinzuhauen, Gas zu geben, jeden Zweikampf anzunehmen und zu gewinnen natürlich. Und ja, alles andere wird sich am Sonntag zeigen. Marco, ich danke dir für deine Zeit. Danke auch. Gas gegeben haben übrigens auch unsere E-Sportler, denn die haben dieses Match Hertha gegen Leverkusen schon mal vorgespielt, und so sah das aus.
Einer der Jungs, der am Dienstag mitgespielt hat, ist bei mir, Cihan. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist jetzt leider der Leidtragende, der diese Niederlage jetzt hier verantworten muss. Ja? Was war denn da los? Ja, bei den Vorbereitungsspielen ist es natürlich immer am Anfang ein bisschen schwierig, sich einzufinden. Man testet natürlich viele Taktiken und Formationen. Mhm. Und wir sind gerade noch in der Phase, aber ab nächste Woche geht es richtig los. Da wollen wir natürlich richtig gut punkten. Am Mittwoch beginnt die virtuelle Bundesliga. Viel Erfolg jetzt schon mal dafür. Dankeschön. Gegen Gladbach war es aber ähnlich. Ne? Da habt ihr ja auch vorher verloren. Und wir haben ja dann im Real Life das Spiel für uns entscheiden können. Ihr habt uns aber auch was mitgebracht hier in der Matchday Warm-Up Show, nämlich die Foodkarten. Und das ist die Aufstellung, mit der ihr gegen Leverkusen gespielt habt. Und der geneigte Fußballfan wird sich jetzt verwundert die Augen reiben, denn wir sehen einen Deo Cefic auf der Sechserposition, einen Davy Selke als Außenstürmer, Außenflügelstürmer. Was hat es denn damit auf sich? Ja, wir spielen in der virtuellen Bundesliga den 90er-Modus. Sprich, das heißt, egal welchen Spieler du spielst, hat eine Gesamtbewertung von 90. Das ist aus dem Grund, also das hat die Liga so entschieden, einfach aus Fairness, weil manche Mannschaften natürlich viel zu stark sind und das wäre natürlich gegen uns ein bisschen unfair. Mhm. Genau, und da entscheiden wir uns natürlich zum Beispiel bei den Verteidiger immer auf LV oder RV, Positionsspieler, weil die einfach ein gutes Tempo haben und schnell sind, zweikampfstark sind. Zum Beispiel die IVs, die sind auch ein bisschen langsamer und wenn der Gegner zum Beispiel schnelle Stürme hat, ist es immer schwierig, die unter Kontrolle zu haben. Genau, deswegen haben wir uns zum Beispiel auf Plattenhardt in der IV mit Stark zusammengesetzt. Die sind auch, wie man das hier sehen kann, LV-Karten, weil sie einfach schnell sind. Links Mittelstädt auf der linken Verteidigerposition, PK auf rechts. Also vor allem bei der Abwehr ist es immer wichtig, dass man, wenn du LV und RV-Spieler spielst, dass sie einfach lang sind wegen Kopfbällen. Linksverteidiger und Rechtsverteidiger, genau. Das nur noch mal zur Erklärung. Ja. Genau, LV, Linksverteidiger und Rechtsverteidiger. Mhm. In der Mitte haben wir uns hier für Serdar und Cefic entschieden. Aus dem Grund, Serdar finde ich einfach vom Game-Style her einfach geil. Und deswegen passt er auch in mein Team. Und Cefic hat eine RV-Karte und die RVs haben ja auch gute Werte. Und deswegen neben Serdar noch mal einen Spieler, der ein bisschen Tempo bringt nach vorne. Das ist der Cefic in dem Fall. Deswegen spielen wir den halt auf der 8 bzw. auf der 6. So, ja. Kommen wir weiter zu Selke. Ja, Davy Selke, das ist ja auch eine Überraschung, dass ihr am Dienstag mit ihm auf der linken Außenbahn wart. Genau, ja, das machen wir auch aus dem Grund, weil er lang ist. Bei Selke ist es halt so, dass wir sehr viel auf ihn flanken. Er ist eine ST, eine Stürmerkarte und zum Beispiel Stürmerkarten und Links- oder Rechts-Mittelfeldkarten haben auch einen Unterschied. Stürmerkarten sind langsamer und Rechts- oder Links-Mittelfeldspieler sind schneller. Und wir haben einfach eine Theorie daraus gemacht, dass wir, wenn wir auf der rechten Seite sind, dass wir einfach auf Selke flanken, entweder direkt dann ins Tor oder er legt nochmal ab. Okay. Deswegen spielen wir ihn nicht auf der Sturmposition. Okay. Sprich, das heißt, wenn wir mit dem Rechts-Mittelfeldspieler, in dem Fall Richter, den Ball haben und wenn wir die Bahn haben zu flanken, dann flanken wir einfach und der macht die Dinger richtig gut rein. Und die Gegner wissen natürlich nicht, dass wir einen Stürmer jetzt auf Außen spielen. Deswegen überraschen wir die auch. Und in der Halbzeit versuchen die dann öfter mal auch zu wechseln, beziehungsweise einen langen Verteidiger einfach da reinzustellen, damit wir die Kopfbälle nicht machen. Ja, überraschend. Also vielleicht, lieber Herr Paul Dardai, wenn du jetzt hier gerade zuguckst, Davy Selke einfach mal auf die linke Außenbahn setzen und den Gegner einfach mal überraschen. Ja? Definitiv. Also wenn das bei dir jetzt so gut funktioniert hat, vielleicht ja auch am Sonntag dann. Ja, ich hoffe. hier die zwei Schnellen, weil die schnell sind und die gegnerischen Innenverteidiger langsam sind. Aus dem Grund ja, Stremski und Maulida. Mhm. Maulida finde ich auch persönlich so vom Player-Model richtig gut im Spiel. Deswegen spiele ich den auch. Da haben wir natürlich auch immer überlegt, wem wir da Stürmer spielen oder nicht. Und am Ende sind wir so zum dem Entschluss gekommen. Und auf rechts haben wir Marco Richter, der auch schnell ist, halt auch eine Rechts-Mittelfeld-Karte. Die brauchst du einfach. Weil in dem Spiel ist einfach Pace bzw. Schnelligkeit, Antritt und so sehr wichtig. Und darauf kommt es auch oftmals an bei langen Pässen oder Steilpässen. Deswegen spielen wir halt immer relativ viele Rechts-, Links-, Mittelfeldspieler, vor allem im Offensiven. Ja, Pace, also Schnelligkeit, ist aber auch im echten Leben eine wichtige Sache beim Fußball. Kann man nicht so leicht erlernen. Entweder man ist schnell oder man ist nicht schnell. Hast du eigentlich einen Lieblingsspieler, mit dem du am liebsten zockst? Mein Lieblingsspieler ist aktuell Serdar. Also ich weiß nicht warum, aber der spielt bei mir immer aktuell. Auch bei Paul Dardai übrigens. Ja, so. Das kommt auch nochmal dazu. Ja. Ja, ansonsten Maulida auch eigentlich relativ solide bei mir. Selke bei Flanken und Ecken ist er einfach immer auf ihm flanken und es passiert immer was.
Das ist, weil er einfach groß ist. Wartet ja noch in der Bundesliga auf seinen ersten Treffer. Hat er bis jetzt nur im Pokal getroffen. Ja, also vielleicht müssen wir ihn einfach mal über die linke Außenbahn reinbringen. Ja? Cihan, wir sind uns jetzt aber einig, dass deine Wunschaufstellung, wenn du jetzt Pardada wärst am Sonntag, jetzt nicht so aussehen würde, wenn wir jetzt mit den richtigen Spielern agieren würden. Also ja. DZ aus der Sechser, ich weiß es nicht. Bring uns mal nahe, wie würdest du denn jetzt am Sonntag aufstellen? Also wenn du jetzt nicht FIFA spielst, sondern wirklich im echten Leben damit aufstellen müsstest. Wen würdest du denn bringen oder tauschen? So, ja, ich würde erstmal Plattenhardt auf links setzen. Ja. Mittelstädt davor. Davor. Mhm. Selke leider, das war auf die Bank. Okay. Dann nehme ich mir so Dardai, weil Boyata ist ja gesperrt. Das stimmt. Würde ich hier mit Stark, rechts Pekarik, Seefug würde ich auch rausnehmen. Mhm. Da natürlich Leverkusen auch ein gutes Mittelfeld hat, überlege ich, da würde ich glaube ich hier Askasibar mit Serdar. Der soll hier natürlich ein bisschen nochmal die Mittelfeldspieler versuchen zu blockieren. Serdar ist ja noch offensiv dazu stark. Ja. Denke, wäre eine gute Kombi. Mhm. Ja, Stremski müsste dann auch weichen. Ausweichen. Mhm. So, Viererkette, zwei. Dann fehlt zwei. Noch. Maulida muss auch leider raus. Ich würde mir persönlich wünschen, wenn Jovetic nochmal ein bisschen fitter wird. Mhm. Dann würde ich ihn vielleicht sogar versuchen, auf der 10 spielen zu lassen. Ja. Aber jetzt würde ich so machen, dass ich hier Eckegamp hier auf die 10? Auf die 10. Weil ich denke, in den letzten Spielen war er eigentlich auch ganz okay. Wenn er reingekommen ist, hat er echt geliefert. Hat immer was geliefert. Mhm. Ja, wenn Jovetic ein bisschen jünger wäre, würde ich ihn natürlich direkt auch, glaube ich, im Sturmpass direkt einsetzen. Ja. Aber natürlich ist er ein bisschen älter geworden, trotzdem dennoch super Spieler. Ja. Aber auf den Piontek kann man, Piontek kann man immer setzen, finde ich. Mhm. Ja, so würde ich aufstellen. Ich finde einen spannenden Aspekt, dass du sagst, dass das Zentrum sehr, sehr wichtig sein wird. Weil du hast ja angesprochen, die Leverkusener spielen ja wahrscheinlich mit Demirbay und Robert Andrich, der ja sehr körperlich ist. Und da brauchen wir hier so einen Wadenbeißer wie Santi und eben einen spielerischen Part mit Suat. Du hast gesagt, der spielt bei dir immer. Ist ein Spieler, der, glaube ich, die drittmeist erfolgreichen Dribblings in der Liga überhaupt hat. Also kann sich da sehr, sehr gut durchtanken. Was denkst du? Wie geht's denn Sonntag aus, wenn du jetzt diese Elf reinstellst? Die finde ich übrigens eine gute Aufstellung, im 4-2-3-1 und nicht im 4-3-3 zu spielen, eben wegen dieser Doppel-6. Ja. Was denkst du denn, was wird das am Sonntag für ein Spiel? Du hast ja jetzt schon gegen Leverkusen gespielt, hast gesagt, die sind sehr schnell. Was denkst du? Ja, wird natürlich ein schwieriges Spiel, wie auch eigentlich gegen Gladbach. Da haben wir aber wirklich Teamgeist gezeigt und richtig gekämpft. Und wenn wir natürlich heim das wieder versuchen zu zeigen, dann kann es natürlich wieder für uns enden. Ich denke, mein Bauchgefühl sagt zumindest erstmal unentschieden. Okay. Ich denke, gegen Leverkusen ist das nicht so schlecht. Ja. Aber natürlich wollen wir da 3 Punkte holen, das ist ja ganz klar. Ich bin zu Hause. Aber wie gesagt, wenn wir so wie gegen Gladbach spielen, dann könnte das wirklich ein interessantes Spiel sein, wenn wir so gegen Gladbach spielen. Einfach kämpfen, spielerisch, versuchen nochmal 110% zu geben. Aber das Mittelfeld wird, glaube ich, sehr viel entscheiden an dem Tag. Das ist so meine Einschätzung. Ja. Gegen Gladbach standen wir auch sehr kompakt, hatten eine hohe Kompaktheit, haben diese Zweikämpfe, die Gladbacher von Anfang an ja immer wieder provoziert haben, angenommen. Das war gegen die TSG nicht so der Fall. Da hat Niklas Stark zumindest gesagt, an der Kompaktheit gescheitert. Das muss gegen Leverkusen besser werden. Ich glaube, Marco Richter hat gerade eben noch gesagt, er kann sich vorstellen, dass viel über die Konter gehen wird. Ich kann ja nur aus meiner Sicht sprechen. Ich würde mich eher ein bisschen tiefer positionieren. Und weil die Leverkusen ja auch eine Umschaltmannschaft ist, weil die sehr, sehr schnelle Spieler haben mit Moussa Diaby, Paulinho, sehr, sehr schnelle Spieler. Ich würde die das Spiel machen lassen, damit sie ihre Schnelligkeit nicht ausspielen können. Und dann würde ich auf Konter setzen. Das wäre so mein Gameplay, was ich machen würde. Ich bin sehr gespannt, was Paul Dardai macht. Cihan, das ist deine Elf? Ja. Ich finde, das klingt alles sehr plausibel. Und hoffentlich geht es genauso aus, wie du gesagt hast, mit viel Kampfesgeist. Noch die Info für euch, Cihan wird am Sonntag auch im Stadion sein. Vor der Ostkurve gibt es beim Auto Hero Truck eine Gaming Station und Cihan und seine E-Sportler-Kollegen sitzen dort und ihr könnt gegen die zocken. Ja, das noch als Info für euch, wenn ihr Bock habt, da einfach mal vorbeischauen. Kommt gerne vorbei.
vor der Ostkurve und habe dann eine Menge Spaß mit Gian und Co. Das war's. Sonntag 15.30 Uhr einschalten, live auf The Zone. Da spielen die Jungs gegen Leverkusen und werden hoffentlich den nächsten Heimsieg einfahren, wie schon gegen Gladbach. Danke, Gian, für deine Zeit. Ich danke auch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Tschüssi.